Die große Hitze am Dienstag hat viele Menschen an den Woldsee in Wehen getrieben. Viele davon mit dem Auto. Zugeparkte Zufahrten und Rettungswege bereiteten an diesem Tag besonders der Freiwilligen Feuerwehr und der DLRG Sorgen. Schon mit einem der schmaleren Einsatzfahrzeuge konnte sich Ortsbrandmeister Andreas Assmann teilweise nur im Schritttempo über den Woldweg und die Zufahrt zum See bewegen. Nicht nur bei Unfällen oder Bränden am See, auch bei Waldbränden hätte die Feuerwehr Schwierigkeiten, ihre Einsatzorte zu erreichen. Die Polizei war am Dienstag bereits mehrfach am Woldsee im Einsatz und hat Strafzettel verteilt. Die Gemeindeverwaltung denkt derzeit darüber nach, am Woldsee ein temporäres Halteverbot einzurichten. Auf einer Fahrbahnseite darf derzeit geparkt werden, dann reicht allerdings die verbliebene Fahrbahnbreite kaum noch für ein Einsatzfahrzeug aus. Für zwei Fahrzeuge, die sich begegnen, ist überhaupt kein Platz mehr.